Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du dich für die Plattform des Integrationsnetzwerks Burgenlandkreis registrieren kannst. Dazu gibst du oben die Adresse www.integrationsnetzwerk-blk.de ein. Dann gelangst du auf eine Startseite, die dich erstmal über den Zweck der Plattform informiert und auch über die verschiedenen Funktionen. Weiter unten findest du schon einen Registrierbutton und noch Informationen zu dem ganzen Projekt. Auch findest du immer hier unten Informationen wie Impressum, Datenschutz und Nutzungsbedingungen. Wenn du schon am Anfang Fragen hast oder Rückmeldung geben willst, kannst du das auf dieser Seite hier tun. Dort findest du Fragen und Antworten und auch das Kontaktformular, was hier noch einmal verlinkt ist. Über diese Bereiche kannst du dich registrieren und anmelden, auch die Webseite durchsuchen. Möchtest du dich nun registrieren, findest du hier einige Felder zum Ausfüllen, die es uns dann erleichtern, nachvollziehen zu können, wer du bist und warum du dich für das Netzwerk anmelden möchtest, beziehungsweise für die Plattform. Gib dazu hier deine E-Mail-Adresse ein und ein selbstgewähltes Passwort. Dabei siehst du, wenn es grün wird und es dadurch stark genug und sicher genug ist. Hier wählst du deinen Profiltyp. Es gibt das institutionelle Profil und ein persönliches Profil. Ziel ist es, dass sich jeder natürlich als Person anmeldet. Daher starte bitte mit diesem. Du kannst später auch deine Institution noch hinzufügen. Dafür müsstest du dich dann nochmal neu registrieren. Das Ziel dabei ist, dass auf der Plattform am Ende alle Institutionen übersichtlich sichtbar sind, die im Netzwerk tätig sind. Gib hier bitte deinen vollständigen Namen an, Vor- und Nachname, beziehungsweise später den Namen deiner Institution. Hier gibt es noch optionale Informationen. Weiterhin brauchen wir einen Anzeigename. Beachte hier immer die Regeln, die dazu stehen, dann weißt du genau, wie du die Information eintragen musst. Dieser Anzeigename erscheint nicht direkt auf der Plattform, sondern nur für die Administratoren. Du erscheinst auf der Plattform mit deinem Namen, den du hier oben einträgst. Weiterhin kannst du hier eintragen, warum du Teil der Plattform oder Mitglied der Plattform werden möchtest, damit wir nochmal genau wissen, wer du bist und was du dir auch erhoffst von der Plattform. Am Ende klick dir nochmal hier die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien an, die du am Anfang auch nachlesen kannst, und erstelle ein Konto. Nachdem du das getan hast, bekommen wir die Information. Hier bitten wir dich ein wenig um Geduld. Es dauert ungefähr einen Tag, bis du eine Bestätigungs-E-Mail erhältst mit weiteren Informationen. Dort findest du auch nochmal ein paar Hinweise zu den Funktionen etc. Wenn du diese E-Mail erhältst, kannst du dich sofort anmelden. Das kannst du entweder hier machen oder wenn du wieder auf die Startseite gehst, hier oben auf das Feld Anmelden. Nutze hier deine E-Mail-Adresse, die du vorher angegeben hast, und das selbstgewählte Passwort. Pass also gut darauf auf und melde dich an. Danach landest du auf der Startseite in dem Bereich Neuigkeiten. Es gibt zu jedem Bereich kurze Erklärvideos, die du dir gerne ansehen kannst. Viel Spaß!